Bitte warten. Ich leite die Übertragung über unsere Außenposten im Midrim um. Die Verzögerung liegt bei 6 Sekunden, bis ich den Datenstrom neu synchronisiert habe. 3, 2, 1. Synchronisiert und gesichert. Unser Überwachungssystem zeigt an, dass ihr euch im Burgland von Alderaan befindet. Genießt die Aussicht, Ziffer. Die Berge sollen wirklich atemberaubend sein. Das lässt sich von hier aus nicht beurteilen. Im Raumhafen gibt es nicht viel zu sehen. Wahrscheinlich nicht. Dann habt ihr etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Alderaan wird von den wohlhabendsten Adelsfamilien der Galaxis regiert. Sie liegen schon seit Jahrhunderten miteinander im Streit und zurzeit befinden sie sich im Krieg. Ihr seid hier, weil der imperiale Geheimdienst davon ausgeht, dass eines der Adelshäuser oder ein Adliger in einem dieser Häuser das Terrornetzwerk des Adlers finanziert. Über welche Art von Finanzierung sprechen wir? Geld für Waffen, Transporte, Bestechungen, alles, was die Zellen brauchen. Das Imperium ist vollauf damit beschäftigt, dem Haus Thule auf den Thron zu verhelfen. Aber der Geheimdienst hat noch ein Ass im Ärmel. Vector Hillis. Vector verkehrte einst als imperialer Botschafter mit den Adligen und wurde später umfunktioniert. Nun ist er bei den Killix, Alderaans einheimischer Spezies. Warum seid ihr so verschlossen, Wächter 2? Tut mir leid. Vector ist ein außergewöhnlicher Fall. Lasst es mich erklären. Als Vector sich im Rahmen einer diplomatischen Mission an die Killix wandte, nahmen sie ihn in ihr kollektives Bewusstsein auf. Nun ist er Teil ihres Schwarmbewusstseins. Trotzdem schickt er noch immer Arbeitsberichte und wir glauben, dass er dem Imperium immer noch treu ergeben ist, auch wenn er kaum noch menschlich ist. Ein Mangel an Menschlichkeit sollte niemandem zum Vorwurf gemacht werden. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber diese sind selten, das sollten wir nicht vergessen. Wir haben Vector vom diplomatischen Dienst ausgeliehen und ihn mit den nötigsten Informationen versorgt. Trefft ihn bei diesen Koordinaten. Bringt die Geldquelle der Terroristen mit seiner Hilfe zum Versiegen. Ganz gleich, ob Adliger oder Adelshaus. Wächter 2, Ende. Ja, das ist er, wie im Leadplan festgelegt. Na, das wird sicher lustig. Wir sind Vector Hillis, Verkünder des Morgens vom Ouroboro-Nest. Es ist uns eine Ehre, euch kennenzulernen, Agent. Ihr seid sicher der Typ mit dem Insektenhirn. Das sind wir wohl. Gut zu wissen, dass ihr vorbereitet wurdet. Unser Aussehen stört euch hoffentlich nicht. Unsere Vorgesetzten beim diplomatischen Dienst finden unsere Vereinigung beunruhigend, aber es war notwendig. Durch die Vereinigung konnten wir Gedanken und Empfindungen mit dem Nest austauschen, ein Band zwischen dem Imperium und den Killix knüpfen. Die Veränderung ist ein geringer Preis. Veränderung hin oder her. Ihr achtet wirklich auf euer Äußeres. Ihr seid zu nett. Bei uns würde man jetzt die Unterarme aneinander reiben, aber solche Bräuche kennt ihr sicher nicht. Gut, sprechen wir über euer Ziel. Der imperiale Geheimdienst gab uns eine Liste von Namen, Daten und Orten, die mit eurem terroristischen Geldgeber in Zusammenhang stehen. Raus mit der Sprache, wenn es etwas zu sagen gibt. Leider können wir den Geldgeber nicht identifizieren, aber unsere Informationen besagen, dass er die Häuser Organa, Serus, Panthea und Cortez besucht hat. Das Haus Cortez steht dem Haus Thule nahe, einem engen Verbündeten des Imperiums. Wenn ihr Baron Cortez von unseren Nachforschungen berichtet, kann er euer Ziel vielleicht identifizieren. Ich hatte mir einen besseren Hinweis erhofft. Wir auch. Wir müssen uns nun dem Tanz der Verdunkelung zuwenden, aber wir werden für den Rest eurer Mission hier zu finden sein. Ihr solltet euch dem Baron als eine Verbündete des Imperiums vorstellen. Zeigt Stärke, aber erwähnt nicht eure Verbindung zum Geheimdienst. Keinen Schritt weiter! Im Namen von Baron Peyar Cortez und des Cortez-Baronats, nennt mir euer Anliegen oder ich lasse euch entfernen. Ich bin einer der freien Soldaten der Perlemianischen Handelsstraße und möchte euch die Dienste unseres Unternehmens zur Verfügung stellen. Also ein weiterer Schläger, der auf Alderaan auf ein paar Credits... Der beste Schläger diesseits des Rims. Captain Perovius, für eure Reaktion gibt es keinen Grund. Verzeiht mir, my lady. Baronin Che Cortez, vergebt uns unsere mangelnde Gastfreundlichkeit, aber dies sind unerfreuliche Zeiten. Und offen gesagt, Cortez braucht keine Söldner. Freunde ja, aber keine angeheuerten Armeen.
Ich glaube, ich habe verstanden. Vor einigen Tagen haben wir einen Trupp Kampfdruiden verloren, die Grenzen der Cortez-Lande bewacht haben. Dieser Trupp war unsere erste Verteidigungslinie. Wir glauben, dass dieses Verschwinden auf einen baldigen Angriff schließen lässt. Jedoch kam uns noch keiner unserer Verbündeten zu Hilfe. Warum denkt ihr, dass ich etwas mit eurem verschwundenen Trupp zu tun haben könnte? Das tue ich nicht. Aber ihr habt nichts getan, um meinem Haus zu helfen. Wir wissen nicht, was unsere Droiden zerstört hat. Sie blieben stumm. Solange wir es nicht wissen, müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Wenn ihr unsere Gunst wollt, schickt eure Truppen los, um das Schicksal unserer Droiden aufzudecken. Vielleicht nimmt euch mein Gatte dann als Gäste auf. Das ist ein Scherz, oder? Was unsere Patrouille auch zerstört hat, es stellt eine Gefahr für mein Haus dar. Solange wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben, nehmen wir niemanden auf. Ich überlasse euch Captain Perovius. Hoffentlich sehen wir uns unter erfreulicheren Umständen wieder. Wenn eure Truppen die Droiden finden, sollen sie deren Peilsender aktivieren. Vielleicht helfen uns ihre Datenaufzeichnungen weiter. Hier spricht Captain Perovius. Schön, euch wiederzusehen. Ich bin überrascht, dass ihr die Nachforschungen selbst durchführt. Wir empfangen jetzt die Aufzeichnungen der Droiden. Ihr habt meinen Dank. Ich würde es begrüßen, wenn ihr dem Baron davon berichtet. Das werde ich. Keine Sorge. Auf jeden Fall sind diese Aufzeichnungen beunruhigend. Die Droiden haben gegen Kilix gekämpft. Die verdammten Käfer sind wieder in unseren Landen. Auf dem Weg hierher bin ich einigen begegnet. Das ist nicht gut. Den Gerüchten nach wächst das Kilix-Nest. Wahrscheinlich suchen sie nach einem neuen Zuhause. Der Baron muss davon erfahren. Diese Dinger werden keinen neuen Schwarm bei uns aufbauen, das versichere ich euch. Das liegt nicht mehr in meinen Händen. Ich bin fertig. Natürlich. Ihr habt mehr getan, als von euch verlangt wurde. Die Baronin lädt euch in das Anwesen ein. Ihr dürft jederzeit wiederkommen. Der Baron erwartet euch. Hier entlang, bitte. Unser Gast ist eingetroffen, mein Lord. Baron Pejar Cortez, Schwert des Burglandes. Darf ich vorstellen? Ein ehrenwerter Freund und Abenteurer. Diese Frau hat ihr Leben im Dienste des Hauses Cortez riskiert, tapfer unsere vermisste Patrouille wiedergefunden und die Bedrohung durch die Kilix aufgedeckt. In Anerkennung ihrer edlen Taten und aus Respekt für ihre Leistungen bitte ich darum, dass ihr ihr eine Audienz gewährt. So soll es denn sein. Ich bin Baron Pejar Cortez, my lady. Willkommen in meinem Haus. Erlaubt mir euch, Kallio Janis vorzustellen, meine treue Gefährtin. So eine exotische junge Dame. Was genau führt euch hierher? Ich habe mir gleich nach meiner Geburt einen Blaster geschnappt und passe jetzt auf euren neuen Freund auf. Aber natürlich könnten wir beide auch Freunde werden. Ihr habt es schön hier, daran könnte ich mich gewöhnen. Baron? Ich muss zugeben, ihr seid ein faszinierendes Wesen. Habt ihr das gehört? Das war süß. Ich glaube, ihr habt sein Interesse geweckt. Was soll ich sagen? Der Baron braucht wohl etwas Aufregung. Ich versichere euch, mein Gatte hat genug Aufregung. Sagt mir nun, warum besucht ihr mein Haus? Benötigt ihr einen Gefallen? Wollt ihr eine Allianz vorschlagen? Diese Daten beschreiben jemanden, der mich interessiert. Werft einen Blick darauf. Ich weiß zwar nicht, wonach ich suchen soll, aber gut. Ah, ich verstehe. Ein Besucher meines Hauses. Ich glaube, ihr sucht nach Meister Denry El. Wir haben ihn und seine Gefolgschaft schon öfters bei uns aufgenommen. Sagt mir, wo ich diesen Mann finden kann. Nun, das ist nicht ganz so einfach. Denry El war einst Lord Denry El. Ein mächtiger und von den Adelshäusern respektierter Mann. Doch vor einigen Jahren gab er seine Position auf. Er wurde zu einem Vermittler und setzt sich seither für den Frieden ein. Seltsam, dass ihr gerade jetzt nach ihm fragt.
Denry El wird schon seit mehreren Wochen vermisst. Niemand weiß, ob er auf einer geheimen Mission unterwegs ist oder ob ihn ein schlimmeres Schicksal ereilt hat. Ich weiß, auf welche Möglichkeit ich setzen würde. Ich werde über formelle und informelle Kanäle nach seinem Verbleib suchen. Wenn ich ihn für euch finden kann, dann werde ich das tun. Ihr werdet bestimmt auch eigene Untersuchungen anstellen wollen. Ein Söldner eures Kalibers hat sicherlich seine Quellen. Schön, von mir aus. Gut, zusammen können wir diesen Vermittler finden. In der Zwischenzeit heiße ich euch gerne als Gast dieses Hauses willkommen. Unser Haus ist berühmt für seine Gastfreundschaft. Wir müssen unbedingt zusammen dinieren. Ihr könntet die Akkunde kennenlernen. Der Baron hat gesprochen. Diese Audienz ist beendet. Kommt es mir nur so vor, oder sind hier mehr Käfer als beim letzten Mal? Willkommen zurück. Eure Aura reflektiert eure Einstimmung auf das große Lied. Weshalb sind so viele Killiks hier? Der Schwarm braucht mehr Futter. Das sind Futtersuchtrupps. Sie werden alles Nötige sammeln. Ihr wisst, dass Cortez sich nicht gerade über die Käfer freuen wird. Ja, der Vorfall mit den Kampfdruiden tut uns leid. Das hätte nicht passieren dürfen. Unsere Beobachter haben gesehen, dass ihr das Cortez-Anwesen besucht habt. Die Fingerlinge haben alles mitgehört und den Namen Denry El aufgeschnappt. Wir haben El während unserer Zeit als Botschafter getroffen. Mit seinem Wohlstand und seinen Fähigkeiten könnte er durchaus euer Ziel sein. Eure Meinung interessiert mich nicht, Vector. Befolgt einfach meine Anweisungen. Wir wollten gewiss nicht unsere Grenzen überschreiten. Es war nur so ein Gedanke. Unser Nest hatte in den letzten Jahren viele Verbundene. Soldaten, Kinder, Adlige. Wir könnten ihre Erinnerungen durchsuchen, um herauszufinden, was sie von Denry El wissen. Sind alle Leute hier im Nest so wie ihr? Als Verkünder des Morgens und Abgesandter des Imperiums wurde uns mehr Unabhängigkeit zugestanden. Aber wir alle sind Verbundene. Wir erinnern uns an Pabel Alde. Als ihr Gleiter abstürzte, wurde sie von unseren Sammlern zum Schwarm gebracht. Unsere Heiler haben sich um sie gekümmert. Wir sind eins geworden. Ihr Haus, das Haus Alde, ein altes Haus von Gelehrten und Antiquaren, gewährte Ale Unterkunft als Anerkennung für seine Verdienste als Vermittler. Im Alde-Anwesen finden sich Aufzeichnungen seiner Arbeit. Wenn ihr die Verteidigungen des Anwesens überwinden könnt, gehören die Aufzeichnungen euch. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir leben, um zu dienen. Das Haus Alde verachtet das Imperium und das Anwesen ist rund um die Uhr auf einen imperialen Angriff vorbereitet. Sogar auf einen verdeckten. Seid vorsichtig. Ich bin froh, euch wiederzusehen, Agent. Ja, Wir bitten um Verzeihung. Das Nest ist etwas aufgewühlt wegen des Sterntanzes. Wenn ihr die Pheromone riechen könntet, würdet ihr unsere Unruhe verstehen.
Wenn ich anfange zu verstehen, wird es höchste Zeit für die Abreise. Kein Grund zur Beunruhigung. Der Schwarm wächst und wir alle profitieren davon. Wir haben sogar ein Geschenk für euch. Diese Kugeln enthalten weiße Membrosia, seltener Nektar von unseren Gebern. Zieht einfach den Wachs ab und trinkt. Er verleiht euch Stärke und Heilung. Nichts erweicht das Herz einer Frau so sehr wie Käfermilch. Bei den Killix ist dem wirklich so. Aber die Details würden euch sicher nicht gefallen. Egal. Wie läuft eure Suche nach Denry Ale? Werft einen Blick auf diese Aufzeichnungen. Was denkt ihr? Das ist verwirrend. Offenbar hat Ale die Zerstörung der Dominator und auch die Ermordung von Darth Yardos finanziert. Aber der Rest ist wirklich merkwürdig. Habt ihr das schon Baron Peya gezeigt? Dort will ich jetzt hin. Natürlich. Wir wissen es zu schätzen, dass ihr uns auf dem Laufenden haltet. Obwohl ihr nicht dazu verpflichtet seid. Wir stehen bereit, falls ihr noch etwas braucht. Das Nest begrüßt unsere Einigkeit. Willkommen zurück. Ich sage dem Baron Bescheid, dass ihr hier seid. Meine Liebe, ihr solltet euch nicht wegen belangloser Details sorgen. Ich bin besorgt. Das Haus braucht meine ganze Hilfe. Ich kann nicht nur Gartenbau betreiben. Genug. Wir sprechen uns später. Ah, der Söldner, Captain. Hoffentlich genießt ihr euren Besuch auf Alderaan. Aber wenn ihr wegen Denry Ale hier seid, muss ich euch enttäuschen. Ich habe Informationen gesammelt, aber ich kann noch nichts Sicheres über seinen Aufenthaltsort sagen. Ein Tauschgeschäft, Baron. Ich gebe euch meine Informationen und ihr gebt mir eure. Dem stimme ich gerne zu. Darf ich? Diese Aufzeichnungen, es sind Teile eines Puzzles, das meine eigenen Quellen nicht lösen konnten. Es scheint, dass Meister Ale vor einigen Wochen ein Geheimtreffen mit dem Haus Rist arrangiert hat. Dieses Treffen findet zweifellos gerade in diesem Moment statt. Ale trifft sich mit niemandem. Er versteckt sich. Ich vertraue eurem Urteil, doch seid vorsichtig. Das Haus Rist ist ein Schandfleck. Es ist ein Haus voller Mörder und Giftmischer. Wartet lieber auf Denry Ales Rückkehr in 1-2 Monaten. Zieht nicht den Zorn der Rist-Attentäter auf euch, indem ihr euch in ihre Angelegenheiten einmischt. Ich muss darüber nachdenken. Gut. Geht besser keine unnötigen Risiken ein. Eine Konfrontation mit dem Haus Rist geht selten gut aus. Nun muss ich unsere Besprechung beenden. Es warten noch andere Angelegenheiten auf mich. Kümmert euch um unseren Gast, my lady. Die Gastfreundschaft unseres Hauses soll unübertroffen bleiben. Entschuldigt meinen Gatten. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und ein tapferer. Nur nicht tapfer genug, um das Haus Rist herauszufordern. Ihr verwechselt Tapferkeit mit Dummheit. Dann wollt ihr auf Ale warten? Ihr wirkt nicht gerade wie jemand, der tatenlos abwartet und auf eine einfache Lösung hofft. Alles, was der Baron über das Haus Rist sagte, ist wahr. Sie sind der Schandfleck der Gesellschaft und ein Feind der Cortez. Als ich ein Kind war, haben Rist-Attentäter meinen Vater vergiftet und meinem Bruder die Kehle durchgeschnitten. Der Gerechtigkeit wurde nie Genüge getan. Wenn das Haus Rist wirklich mein Feind ist, wird eure Familie gerecht werden. Mein Herz macht Freudensprünge. Ich lasse euch nun allein. Ich würde euch zur Vorsicht raten, aber gewiss ist das unnötig. Ah, ich habe mich schon gefragt, ob wir uns einmal persönlich begegnen würden. Willkommen im Haus Rist. Mein Name ist Denry Ale, aber das und viel mehr wisst ihr sicherlich bereits. Immerhin habt ihr meine Aufzeichnungen gestohlen. Ich weiß, dass ihr den Adler und sein Terrornetzwerk unterstützt. Ach wirklich? Wie schön für euch. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Als wir von eurer baldigen Ankunft erfuhren, habe ich meine Freunde gegen eine beachtliche Summe dazu veranlasst, einen traditionellen Ristempfang für euch vorzubereiten.
Warum heiße ich euch nicht lieber auf imperiale Art willkommen? Dann heißt den Tod willkommen! Wehrloser Abschaum! Auch wenn ihr mich auf dem Gewissen habt, ihr könnt nicht ändern, was ich bereits erreicht habe. Ich habe mich für den Frieden auf Alderaan eingesetzt. Ich habe den Häusern gezeigt, wie sie ihre Differenzen beilegen können. Was habt ihr jemals für die anständigen Bürger getan? Ich beschütze die anständigen Bürger vor Terroristen wie euch. Ihr seid blind. Ihr könnt das niemals verstehen. Meister L., entschuldigt die Störung, aber diese Nachricht kann nicht warten. Die Situation hat sich verschlimmert. Der Dorn in meinem Auge weiß, dass ihr das Haus Rist aufgesucht habt. Und sie wird wohl bald die Verfolgung aufnehmen. Sie ist gefährlich, Denry. Sie steht mit meinem Gatten im Bunde und hat irgendwie Zugang zu euren persönlichen Aufzeichnungen erlangt. Ihr werdet Schutz brauchen. Ich weiß, dass die Rists noch nicht mit uns zusammenarbeiten wollen. Aber ich hoffe, dass ihr sie überzeugen könnt, euch zu helfen. Ihr könnt sie sicherlich dazu bewegen. Ihr konntet schon immer gut mit Worten umgehen. Halt! Entweder ihr verlasst sofort das Gebiet des Hauses Cortez oder ihr werdet mit Gewalt vertrieben. Lasst mich raten. Baronin Chai mag mich nicht mehr. Die Baronin gewährt euch keinen Zugang mehr zum Anwesen. Sie hat die höchste Sicherheitsstufe angeordnet. Ihr könnt genauso gut umkehren. Wir haben Panzertüren, Kraftfelder. Dieses Anwesen kann einer ganzen Armee standhalten. Die Baronin unterstützt Terroristen, was ich auch beweisen kann. An euren Beweisen habe ich kein Interesse. Mich interessiert nur, das Haus vor einer Bedrohung zu schützen. Alle Droiden! Angriff! Lustig. Ich glaube kaum, dass uns unsere Blaster hier weiterhelfen, Agent. Vielleicht sollten wir mit dem Käfertyp reden. Agent, kommt hinein. Das Nest ist darauf vorbereitet, euch zu beschützen. Sicher. Das hat uns gerade noch gefehlt. Käfer, die uns beschützen. Unsere Beobachter haben alles mitbekommen. Warum hat Cortez sich gegen euch gerichtet? Wie können wir euch helfen? Cortez weiß, dass ich ihnen auf die Schliche gekommen bin. Wir geben nicht vor, das alles zu verstehen, aber wir werden euch nach besten Kräften unterstützen. Das Nest hat die Verteidigungseinrichtungen des Cortez-Anwesens untersucht und für ausgezeichnet befunden. Die inneren Schilde sind auf Trupps von menschlichen Angreifern ausgelegt. Die äußeren Sicherheitssysteme dienen der Abwehr von ganzen Armeen und von Killig-Schwärmen. Ich brauche etwas Verwertbares, Vector. Wir arbeiten daran. Die Energiegeneratoren befinden sich hinter dem Hauptanwesen. Sie sind gut geschützt, aber von innen heraus können sie sabotiert werden. Wenn ich die Generatoren erreichen kann, könnte ich einen Schwarm von Fingerlingen aussenden. Unsere kleinsten Brüder können sich problemlos durch die Ritzen quetschen und die Maschinen beschädigen. Das ist ja eklig. Wie dem auch sei, das ist unsere beste Chance. Ich beschäftige die Patrouillen, während ihr euch um die Schildgeneratoren kümmert. Vielleicht lässt sich was Nettes erbeuten. Wollt ihr die Trantas des Barons stehlen? Was? Genug Platz hätten wir auf dem Schiff. Jeder von uns kann eine Handvoll Fingerlingeier tragen. Sobald unsere Kleinen den Schildgenerator zerstört haben, können wir hinein.
Was habt ihr getan? Baron, hört mich bitte an. Ihr habt euch mit dem Imperium verfeindet. Ihr habt Ungeziefer in mein Haus gelassen. Ich schwöre, ich wollte uns nur beschützen. Schweigt! Mein geschätzter Gast, geschlagen neige ich meinen Kopf vor euch und entschuldige mich für das, was aus Cortez geworden ist. Ich bin wegen eurer Frau hier, Baron. Sie hat Terrorangriffe gegen das Imperium verübt. Ich habe auf die einzige Art gekämpft, die mir blieb. Alles, was ich je hatte, war Geld. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Auf euer Signal hin greifen wir an. Ich wusste nichts von ihrem Verrat. Sie hat es erst zugegeben, als die Verteidigung unseres Hauses ausgeschaltet war. Doch jetzt sorge ich für Genugtuung. Ihr seid ein ehrenwerter Mann. Ich weiß, euer Opfer zu würdigen. Ich hatte keine andere Wahl. Nun entfernt eure Insekten von hier. Wir können wie zivilisierte Menschen über Entschädigungsmaßnahmen reden. Das habt leider nicht ihr zu entscheiden, Baron. Denriel und die Baronin sind tot. Dank uns wurde die finanzielle Unterstützung der Terroristen eingestellt. Jetzt wird das Nest seinen Preis einfordern. Wir stehen hier im Blut einer Frau. Kann das nicht warten? Tut mir leid, das kann es nicht. Das Haus Cortez wird eine ideale Erweiterung des Schwarms. Aus diesen Räumen werden Eikammern und Membrosia-Becken. Aus der Familie werden Verbundene. Was? Das könnt ihr nicht tun? Ich gab euch meine Frau. Das Haus Cortez hat sich dem Imperium widersetzt und muss unterworfen werden. Das Nest wächst und muss sein Territorium ausweiten. So etwas habe ich nicht zugestimmt. Ihr habt einer Allianz zugestimmt, oder nicht? Wenn wir den Kilix das Haus Cortez überlassen, würden davon das Imperium und das Nest profitieren. Was solltet ihr dagegen haben? Der Baron hat uns gegeben, was wir wollten. Die Gefahr ist gebannt. Ein Mitglied der Cortez hat sich dem Imperium widersetzt. Darum widersetzt sich euch das ganze Haus. Das Nest unterscheidet nicht zwischen Handlungen von Gruppen und Einzelnen. Und die Kolonie muss sich ausweiten. Agent, ich muss wissen, ob ihr euch uns widersetzt. Wenn ihr das tut, wird das Nest seine Ansprüche verteidigen. Würdet auch ihr gegen mich kämpfen? Wir würden nicht. Unsere Loyalität gegenüber dem Imperium hat Vorrang. Ich musste nur sicher gehen. Sagt dem Nest, dass Cortez ihnen gehört. Gut, wir sichern das Anwesen. Man wird sich um die Verletzten kümmern und sie transformieren. Mit den Toten füttern wir die Larven. Ich verdamme euch! Ich verdamme euch alle! Das Haus Cortez wird Rache nehmen! Beschützt den Baron und greift an! Der Schwarm ist in Sicherheit. Die Verwundeten werden versorgt und transformiert und die Toten dienen den Larven als Futter. Ich habe es zugelassen, Vector, aber bitte erspart mir die Details. Natürlich, wir verstehen das. Wir würden diese Mission nun gerne abschließen. Wenn ihr gestattet, übermitteln wir die Daten des Hauses Cortez an den imperialen Geheimdienst. Ihr Aufseher an Ziffer 9, ich empfange Ihre Übertragung. Unsere Wächter sehen sich bereits die Aufzeichnungen von Cortez an. Ihr habt die Geldquelle der Terroristen offensichtlich ausfindig gemacht. Glückwunsch. Wie könnt ihr euch dessen so sicher sein? Vector Hillus hat uns immer auf dem Laufenden gehalten. Die Cortez-Aufzeichnungen sind nur die letzte Bestätigung. Unsere vorläufigen Analysen deuten darauf hin, dass dem Terrornetzwerk des Adlers in wenigen Wochen die Geldmittel ausgehen.
Die Zellen werden sich natürlich nach anderen Geldquellen umsehen. Wir müssen verhindern, dass sie diese finden. Meine Arbeit hier ist erledigt. Ausgezeichnet. Ich habe noch ein paar Neuigkeiten. Für euch beide. Ich habe mit Vectors Vorgesetzten im diplomatischen Dienst gesprochen und wir sind uns einig geworden. Sir? Wir haben euch dauerhaft angefordert und ihr gehört nun offiziell dem imperialen Geheimdienst an. Ziffer 9, Vector Hillis dient von nun an als Geheimagent unter eurem Kommando. Verstanden? Verstanden. Willkommen an Bord, Vector. Wir werden unser Bestes geben, um eure Erwartungen zu erfüllen. Kehrt zur Nachbesprechung auf euer Schiff zurück, sobald ihr auf Alderaan fertig seid. Vector 2 sollte einige Neuigkeiten für euch haben. In der Zwischenzeit könnt ihr Vector einweisen. Ich gehe davon aus, dass er noch einiges zu lernen hat. Vector und ich werden sicher gut zusammenarbeiten. Gut. Bleibt wachsam, Ziffer. Aufseher, Ende. Das Nest schätzt die Zusammenarbeit mit dem Imperium und begrüßt diese Möglichkeit. Wir bleiben der Verkünder des Morgens, aber wir werden euch begleiten. Die Zustimmung des Nests ist mir wichtig. Ich freue mich schon darauf. Ja, unser Nestgesang wird für viele Jahre mit dem Imperium harmonieren.